Aloha, lieber Wassermann, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch dich interessiert, was denn der Sommermonat Juli für dich so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Herzlich willkommen, lieber Wassermann, hier zu deiner Monatslegung für den Sommermonat Juli. Wieder mal in einer anderen Stage. Sorry, dass ich euch momentan von A nach B schleppe, aber es geht leider nicht anders. Und wie du siehst, habe ich hier schon wieder vier Kartendecks vorbereitet, mit denen ich legen möchte. Wenn es dich interessiert, was für Karten das sind, findest du die Beschreibung als auch die Verlinkung der Verlege in der Infobox, so auch weitere Informationen über meinen Kanal. Ich werde auf jeden Fall die nächsten paar Wochen unterwegs sein, nach wie vor, und oder auch in Urlaub sein. Und insofern kann es sein, dass ich eure Anfragen nicht immer gleich beantworten kann. Also bitte habt hier ein bisschen Verständnis und Geduld. Ich danke euch sehr. Und nun, lieber Wassermann, wie gesagt, begrüße ich dich hier für dein Sternzeichen-Video. Du kannst diese Legung aber auch sehen, wenn du den Wassermann im Mond, Venus, Aszendent hast oder eben auch, wenn du hier als Crosswatcher zuschaust, also dass du auf einen Wassermann blickst. Jetzt werde ich erstmal wieder das große Blatt für euch auslegen und dann legen wir noch zwei Orakelkarten zusammen und dann gucken wir einfach mal, was denn der Juli für dich bringt, Aquarius. Bis gleich. Ja, lieber Wassermann, willkommen zurück. Wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen noch zwei Orakelkarten springen lassen, um einfach zu gucken, welche Grundenergie begleitet dich durch den Juli und was sagen die Karten der Liebe, um welches Thema geht es für dich? Ja, welche Energiekarte möchte hier raus für den Aquarius, für den Wassermann im Juli 2023 und wir haben sie schon. Wir haben das Alleinsein. Entschuldigung. Also hier ist die Karte allein gefallen. Entschuldigung. Jetzt kommen wir noch zur, das passt übrigens auch gut zu diesem großen Blatt, was ich hier so sehe. Schauen wir mal noch, was die Karten der Liebe hier sagen möchten. Welche Botschaft möchte hier in Sachen Liebe für die Wassermanngeborenen heraus? Und wir haben das, die Verliebtheit. Wenn mich nicht alles irrt, hatten wir die Verliebtheit schon beim Stier. Kann gut sein, dass du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, der Stier ist. Vielleicht bist du Stier im Aszendent oder in einem Venus oder was auch immer Zeichen. Dann schau dir auf jeden Fall mal die Legung an. Das hat auf jeden Fall eine Bewandtnis für dich. Okay, lieber Wassermann, es geht für dich in der Grundenergie im Juli darum, dass du hier irgendeine Reise vielleicht alleine antrittst. Vielleicht bist du hier einige Zeit alleine oder aber du schaust jetzt hier als Single zu. Alleine sein ist eigentlich auch eine schöne Sache, weil wir machen können, was wir wollen, ohne uns rechtfertigen zu müssen. Natürlich kann nicht jeder Mensch alleine mit sich sein. Vielleicht ist auch das ein Thema für dich, ja, oder dass du dich eben einsam fühlst, ja. Es ist ein Unterschied, ob jemand alleine ist oder ob jemand einsam ist, weil wenn jemand einsam ist, dann fühlt er sich alleine nicht okay. Und ja, es zeigt sich hier auf jeden Fall auch noch im weiteren Outcome einfach die weibliche Hauptperson und wir haben hier auch noch die Stärke dazu. Das ist schon wirklich heftigst, diese Energien hier. Also ich nehme das hier so wahr, dass es auch um dich selbst geht, lieber Wassermann, dass du dir selber auch, also dass du dich nochmal in dich neu verlieben wirst sozusagen. Das ist hier wirklich etwas, was ich wahrnehme. Oder dass du eben mehr in deine Selbstliebe findest. Ich sage das jetzt mal nicht ganz so übertrieben, weil sonst finden das manche wieder komisch. Und du bist, legst dich hier auch als eine sehr, sehr starke Frau ins Blatt. Und wenn du hier als Mann zusiehst, dann bist du auch ein sehr starker Mann. Ja, also du hast einen sehr starken Charakter, eine sehr starke Persönlichkeit. Sei dir dessen auch auf jeden Fall bewusst. Zum Beispiel auch, wenn du alleine bist und dein Traum es wäre, dich hier wieder neu zu verlieben.
wisse, du hast die Stärke und alle Türen stehen dir sozusagen auf. Das möchten dir diese Karten hier im Outcome sagen. Super interessant und vor allem auch sehr passend wieder mal zum gesamten Blatt. Also, ich sehe hier auch auf jeden Fall, dass egal, ob du jetzt Single bist oder nicht, es gibt hier ein Gegenüber. Das kann aber auch in dem Fall dann hier einfach dein Ex sein oder auch deine Ex-Freundin sein. Drehst dir halt einfach um, ja. Dieser Mensch spielt für dich im Juli auf jeden Fall nochmal eine Rolle, ob du willst oder nicht. Und ob du jetzt sagst, um Gottes Willen, ich habe gar keinen Bock, jetzt nochmal mir das jetzt anzuhören hier wegen meinem Ex, aber scheinbar gibt es hier noch ein Thema, was für dich halt einfach bearbeitet werden möchte. Also, lieber Wassermann, du startest in den Juli mit einem Konflikt beziehungsweise mit einer Streitigkeit ist eigentlich zu viel gesagt, ja. Es ist so, ich sehe das so, wir haben hier den The Fool, also den Anfang, den Neubeginn. Du möchtest hier einen Neubeginn in deinem Leben. Das kann mehrere Lebensbereiche betreffen, aber ich sehe das hier vornehmlich tatsächlich für die Liebe, ja. Weil ich sehe hier, dass hier Gefühle seit einem Jahr nicht mehr weiter wachsen. Ja, also wenn du jetzt in einer Ehe oder in einer Beziehung bist, dann nehme ich hier wahr, dass hier deine Liebe zu einem Mensch einfach nicht mehr wird, aber auch nicht kontinuierlich bleibt, sondern hier geht das Gefühl raus für jemanden. Und das kann hier gut sein, dass das eben schon seit einem Jahr schon so der Fall ist. Also, dass sich das wie so zieht durch diese Monate der Vergangenheit, ja. Und du bist hier sozusagen in Konflikten mit dir selbst, ja. Kann natürlich aber auch sein, dass du im Außen auch hier vielleicht auch dich rechtfertigen musst für irgendetwas, was du entschieden hast, ja. Was zum Beispiel hier auch mit einer Beendigung einer Beziehung zu sehen ist. Oder vielleicht hast du hier auch deinen Arbeitsplatz gewechselt oder du hast hier vielleicht auch Streitigkeiten mit einem Elternteil, auch das ist hier tatsächlich möglich. Jedenfalls geht es bei diesen Konflikten, die du entweder mit dir selbst oder auch im Außen momentan hast, geht es hier um einen Neuanfang. Du möchtest etwas ganz neu beginnen, du möchtest einen Richtungswechsel. Das kann mehrere Lebensbereiche betreffen oder eben wie jetzt zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Liebe, im Themen Liebe, möchtest du hier eine Veränderung? Und du weißt auch, dass du auch etwas dazu beitragen musst, dass diese Veränderung in Kraft tritt. Das weißt du, dessen bist du dir auch bewusst. Vielleicht bist du dir dessen auch genauso bewusst wie darüber, dass hier die Gefühle für irgendjemanden einfach verschwunden sind oder immer weniger werden oder einfach auch vielleicht nie so richtig da waren und sich auch nicht potenziert haben, sondern eher hier ging es halt einfach Richtung Leere, ja, sage ich jetzt mal. Wenn du gar kein Thema in Sachen Liebe hast, weil du glücklich mit deinem Partner oder in einer Ehe bist, dann möchte ich dir hier gerne, lieber Wassermann, in dieser Kollektivlegung noch mit auf den Weg geben, dass es hier auch um Finanzen für dich gehen kann, dass du hier vielleicht eine Blockade in deinem Geldfluss drin hast und das vielleicht auch schon seit einem Jahr. Möglicherweise hat es auch was mit einer Immobilie zu tun, wo du dich vielleicht auch ein bisschen finanziell übernommen hast. Und du wirst aber, das soll ich dir sagen, du hast auf jeden Fall damals die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn das sich für dich gerade überhaupt nicht so anfühlt, ja. Du fühlst dich nämlich auch hier ein bisschen alleingelassen, so ganz generell vom Leben, also jetzt nicht nur von deinen Menschen im Umkreis, sondern eben auch vornehmlich vom Leben an sich, ja. Aber wisse auch, du selbst legst dich auch hier als Herrscherin oder eben, wenn du als Mann so siehst, auch als Herrscher ins Blatt. Das bedeutet, du hast alle Skills, die du brauchst, um mit dieser Thematik in deinem Leben fertig zu werden. Und du weißt auch, dass für dich früher oder später auch hier diese Situation enden wird und dass hier zum Beispiel angenommen, du hast vor einem Jahr irgendwie Schulden verursacht, weil du einen Kredit aufgenommen hast oder so, dann weißt du, dass der Tag X kommen wird, wo du diese Schulden eben auch wieder zurückzahlen kannst, ja.
Also du bist hier auch optimistisch, du weißt aber, dass das auch längere Zeit dauern kann. Und du bist ja eben auch, und das finde ich echt interessant, auch durchaus darüber bewusst, dass das auch einiges an Arbeit, Schweiß, Blut, Tränen vermag, dass du dich hier wieder aus diesem Tourmoment rausziehst. Aber du bist hier super optimistisch, dass du das schaffst, ne? Du denkst dir wahrscheinlich, ich habe schon viel schlimmere Sachen überlebt, ja? Im Übrigen ist das Ganze auch schicksalshaft geführt. Es kann auch sein, dass du im Ausland lebst oder dass du vorhast, auch zum Beispiel auszuwandern, dass auch hier zum Beispiel dein Neuanfang für dich liegt, ne? Dass du sagst, ich möchte hier, nachdem ich jetzt meine Ehebeziehung beendet habe, nachdem ich jetzt hier einen tollen neuen Job im Ausland gefunden habe, kann ich mir hier sehr gut vorstellen, da ganz neu für mich zu beginnen, ja? Und es ist aber so, lieber Wassermann, du hast ähnlich wie bei, wo war das denn jetzt? Bei, ich meine bei der Waage, hast du Selbstsabotageprogramme laufen. Du hast nämlich Angst, ja? Also das ist hier diese 8 der Schwerter, die ich hier sehe. Du hinderst dich gerade selbst daran, das Glück, die Fülle und das Positive in deinem Leben sozusagen anzuziehen, weil du hier immer wieder mit Zweifeln behaftet bist und weil du hier glaubst, dass dich das ganz schön was kosten wird, dich hier rauszuziehen. Also, obwohl ich eben gesagt habe, dass du hier optimistisch bist, hast du dennoch Ängste. Du hast Versagensängste, du hast Angst, dass du es nicht rechtzeitig schaffst, ja. Auch das könnte so ein innerer Konflikt in dir sein, ja. Oder dass es hier eben auch, und jetzt komme ich wieder zur Thematik Liebe, hier eben auch darum geht, weil wir haben hier im Haus des Mannes den Turm liegen und den König der Schwerter. Und es zeigt mir eben, das kannst entweder du selbst sein, also Wassermann, Zwillinge oder Waage oder dein Gegenüber eben, dass du dich jetzt hier als Ex oder ja, als Ex-Frau oder als Ex-Mann hier eben ins Blatt legst, ja, und dass du auch gar nicht wirklich bereit bist, momentan hier ein neues Kapitel für dich zu öffnen oder beziehungsweise, entschuldige bitte, ich korrigiere das gerade, du bist hier nicht bereit, nochmal ein neues Kapitel mit diesem Mensch zu öffnen. Schau mal bitte, ob du hier jemand verlassen hast oder ob dich hier jemand verlassen hat. Jedenfalls, dieser Mensch liebt dich nach wie vor sehr stark. Also hier ist eine sehr starke Verliebtheitsenergie dennoch da, auch wenn man sich gerade sehr alleine fühlt. Kann auch gut sein, wenn du wirklich mit jemandem verheiratet bist, schon seit Jahren, dass du diesen Partner auch wirklich immer noch richtig liebst oder auch verliebt in diesen Mensch bist. Aber der ist vielleicht zum Beispiel ständig abwesend, weil er zum Beispiel am Tag 16 Stunden arbeitet oder so. Und du fühlst dich trotz eurer Verliebtheit hier alleine. Es ist allerdings auch möglich, dass dieser Tourmoment oder dieser Konflikt oder diese Beendigung, was hier liegt, in einer Verbindung oder in einem Vertrag auch damit zu tun haben kann, dass ihr beide eben eine längere Distanz voneinander entfernt seid. Ja? Angenommen, du lebst in Spanien und dein Gegenüber lebt in Deutschland, ja, oder was weiß ich wo, ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ja. Also das könnte hier gut der Fall sein, aber es hat übrigens auch einen Grund, dass das Ganze so ist. Vielleicht hat es auch hier was mit deinen tiefen Ängsten zu tun, mit denen du jetzt hier durch diese Verbindung damit konfrontiert wirst. Oder wenn du zum Beispiel deinen Arbeitsplatz gewechselt hast und ins Ausland ziehen möchtest, ist deine größte Angst die, deine Sicherheiten zum Beispiel hier in Deutschland aufzugeben, dich auf den Weg zu begeben, dem Leben zu vertrauen, weil ich sehe hier nämlich, dass das Geben und das Nehmen hier nicht im Einklang ist, hinsichtlich deiner Selbstwahrnehmung. Ja, also du glaubst hier halt einfach, dass du es vielleicht auch, es ist so, du denkst so, ich kann es schaffen oder ich könnte es auch nicht schaffen. Ja, also es steht irgendwie so eine 50-50-Chance.
Aber wisse, lieber Wassermann, dass du, wie gesagt, die Stärke und die Kraft und auch das Durchsetzungsvermögen besitzt, um diese Sache hier für dich in Besitz zu nehmen. Ja, also das ist quasi für dich eh doch schon vorbestimmt und das weißt du doch auch. Warum weigerst du dich denn dann da jetzt, das so anzunehmen? Ich schätze mal, es kommt halt daher, dass vielleicht hast du Verlustängste, das kann hier damit gemeint sein, oder eben du hast einfach Angst vor erneuten Verletzungen. Ja? Wenn du jetzt hier Single bist und diese Legung siehst, dann geht es für dich hier nochmal um einen Ex oder um eine Ex-Frau. Du solltest dir hier diesen Konflikt dieser beendeten Beziehung hier definitiv nochmal ansehen. Du solltest dir hier diese Verletzungen ansehen, die dir hier zugefügt wurden und weshalb du eben auch Ängste bekommen hast jetzt, ja, oder deine Befürchtungen sich hier sozusagen dann bewahrheitet haben und das hat dich ja bestärkt und deswegen hat dein Unterbewusstsein jetzt diese Ängste so in seinen Portfolio aufgenommen sozusagen, ja, also guck mal bitte, dass du das schnell wieder austreibst, ja, damit du hier wirklich nicht mit so einer krassen Skepsis durch dein Leben gehst, ja, weil ich sehe hier, dass du eben sehr viele Unklarheiten auch hast, dass du sehr vorsichtig bist, auch du bist auch sehr vorsichtig, deinem Gefühl zu vertrauen, deinen Leidenschaften, deinen Trieben, ja, du, das ist hier wie als würdest du das so ein bisschen untermauern und immer nur in deinem Verstand sein und immer nur analysieren und nur das, was du aus deiner Analyse ziehst, ist für dich okay, aber das, was du spürst oder was du fühlst, das lässt du einfach überhaupt nicht mehr zu, ja, weil du vielleicht mal irgendwann echt des Todes schlimm verletzt wurdest in der Vergangenheit, du jahrelange Sehnsucht hattest oder es dir halt einfach richtig schlecht ging, ja, aber es dreht sich jetzt das Rad des Schicksals für dich und diese Unklarheiten auch hinsichtlich deiner eigenen Person und auch dieser Unsicherheiten, was deine Leidenschaft angeht, das geht jetzt raus. Und wenn du jetzt hier auf einen nochmal darauf schaust, angenommen, du bist jetzt hier mit jemandem nicht mehr zusammen, weil ihr habt euch vielleicht vor ein paar Tagen oder Wochen, Monaten getrennt, ja. Es kann gut sein, dass du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, der Löwe wieder Schütze war oder ist oder eben auch ein Wasserzeichen, nämlich hier war Krebs, Skorpion, Fische, Mann oder Frau und du solltest dir, wie gesagt, diese Thematik nochmal ansehen, weil dieser Mensch wurde dir natürlich auch in dein Leben geschickt, auch wenn das zum Beispiel eine karmische Beziehung zwischen euch beiden war, damit du hier in deinem Transformationsprozess weiter vorankommst. Und ich sehe auch, dass dir das auch gelingen wird. Du schließt nämlich im Juli für dich einen ganz, ganz wichtigen Prozess ab, wo du eben auch da schon bereit bist, durch andere Perspektiven auf deine Situation zu schauen. Vielleicht bist du toleranter geworden oder offener oder generell einfach ehrlich zu dir selbst. Ja? Jedenfalls mit der Sonne und mit dem Sarg zeigt an, dass das sich für dich abschließen wird und dass du da eben auch in deine Klarheit findest, dank dieses Menschen. Und du darfst jetzt deine Zweifel, deine Befürchtungen und deine Übervorsicht hier auf jeden Fall gehen lassen, meine Liebe oder mein Lieber. Ja? Wisse, dass du auch schicksalshaft vom Universum geführt wurdest oder auch immer noch geführt wirst. Ja? Dieses Gegenüber, es ist so, dass sich hier jemand mit Sechs der Schwerter eben aufgemacht hat zu neuen Ufern, ja. Also wie gesagt, es kann sein, dass du das bist oder dein Gegenüber, weil wir sind halt hier in der Kollektivlegung, da können Rollenangaben immer vertauscht sein. Und hier hat jemand sozusagen sein Domizil verlassen, vielleicht wart ihr jahrelang zusammen, habt zusammen ein Haus, eine Wohnung, ne? Oder was weiß ich was, ihr euch da aufgebaut habt, was echt eine sehr lange Zeit auch vielleicht gut lief, ja. Und hier macht sich aber jemand auf, schweren Herzens, und steuert jetzt neue Ufer an. Und ich nehme das hier so wahr, dass hier aber jemand nochmal gerne mit dir diese Konflikte klären würde und mit dir auch gerne hier nochmal in ein Gespräch kommen würde, weil hier jemand eben auch noch Gefühle für dich hat. Das zeigt mir hier also einmal die Verliebtheit, aber auch hier
der König der Kelche, der sich in diesem Kontext hier zeigt, ja, also dass entweder du und auch dein Gegenüber hier noch so starke Gefühle füreinander habt, dass sich hier also nochmal ein neues Kapitel sozusagen zumindest mal aus einer Perspektive von einer Person lohnen würde. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es hier auch jemand ablehnt. Ja, also auch das kann sein, dass du sagst, ich bin stark genug, diesem Mensch hier zu widerstehen. Es hat einfach keinen Sinn, wir haben es probiert, es gab immer wieder starke Konflikte, es passt einfach nicht zwischen uns beiden. Ja, es kann aber genauso gut sein, dass dein Gegenüber sagt, ich möchte hier keinen neuen Neuanfang mit dir, ich möchte kein neues Kapitel mit dir hier beginnen. Es ist zu viel passiert zwischen uns, ja. Und auch wenn wir die Stabilitäten und die Sicherheiten in der Vergangenheit vielleicht hatten, es ging ab einem gewissen Zeitpunkt hier halt einfach nicht mehr weiter, ja. Also das ist halt echt so klar wie Klößchenbrühe, dass hier also entweder Gefühle halt nicht sich weiterentwickelt haben, es vielleicht auch bei einer Verliebtheit blieb. Also auch das kann hier gut der Fall sein, aber vielleicht schaffst du das nicht aufgrund deiner Ängste, die ganz tief in deinem Unterbewusstsein sind, dein Herz so weit zu öffnen, dass du auch hier in verbindliche Beziehungen gehst. Vielleicht schaffst du immer nur die ersten paar Monate dieser Kennenlernphase, aber es geht nie darüber hinaus. Ja, also auch wenn das vielleicht ein Jahr lang ging oder so, hier gab es einfach einen Moment, wo es hier nicht mehr weiterging. Ja, und wenn das für dich jetzt hier gar nicht um Liebesangelegenheiten geht, sondern du sehr glücklich bist und es hier um eine Immobilie oder um Verträge oder Job oder Business geht, dann nehme ich das hier so wahr, dass du hier auch unbedingt auf deine Intuition hören solltest und auch auf dein Gefühl, weil das sagt dir hier sozusagen den richtigen Weg, ja. Und lass dich hier auch unbedingt nicht von deinen Ängsten leiten oder fesseln, sondern löse dich aus von diesen inneren Konflikten und steh zu dem, was du leben möchtest, weil du hast die Stärke, ja, und zeig es auch nach außen hin. Sag auch, wenn du zum Beispiel, wenn jemand deine Standards einfach übergangen hat, ja, weil er, was weiß ich, dir fremdgegangen ist, dich belogen oder betrogen hat, auch in Geldangelegenheiten könnte das hier der Fall sein, ja, es kann auch hier wirklich um jemand gehen, der hier eine Verbindung vorgetäuscht hat, obwohl hier überhaupt nichts am Start war, nur um an dein Geld zu kommen. Also so Heiratsschwindler oder so kann hier auch echt gut der Fall sein. Du warst so stark hier auch in jemanden verliebt, aber letztendlich bist du trotzdem alleine, obwohl du vielleicht dem auch dein ganzes Geld geschickt hast oder so. Ich kann das hier nicht ausschließen, leider, ja. Aber wisse, dass du die Stärke hast, dich aus dieser Situation herauszuziehen, dass diese Situation schicksalshaft geführt war, dass es dir gedient hat, dafür deinen Transformationsprozess abzuschließen. Und jetzt geht es für dich, meine Liebe oder mein Lieber, darum zu sagen, ich beginne jetzt hier ein neues Kapitel. Um dieses neue Kapitel in deinem Leben zu begehen oder in Anspruch zu nehmen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, in Besitz zu nehmen, gilt es aber auch, diese inneren Konflikte, die vielleicht auch aufgrund von inneren Ängsten herrühren, hier einfach beiseite zu schieben, den Mut zu haben, auf dich zu vertrauen, du bist stark, du schaffst das, oder aber auch darauf zu vertrauen, dass das Leben dir hier auch immer das gibt, was du brauchst. Du hast alle Fähigkeiten, die du benötigst, um mit dieser Situation klarzukommen. Und wenn sich hier jemand gegen dich entschieden hat, ja, weil man gedacht hat, das Gras ist hier vielleicht irgendwo anders grüner oder weil es einem hier nur um das Finanzielle ging oder das Materielle, dass man hier vielleicht ein geiles, fettes Haus hat, noch ein brachiales Auto dazu, aber keine Gefühle hier im Spiel waren. Leute, ich sag euch, wir sind im Wassermann-Zeitalter, das funktioniert so nicht mehr. Wenn wir in Liebesbeziehungen sind und hier keine Liebe vorhanden ist, dann werden diese Beziehungen nicht lange gehen. Ja? Wir Menschenseelen schreien nach Liebe und nicht nach materiellen Gütern oder nach irgendwelchen Erwartungen, die wir glauben, uns im Außen erfüllt zu bekommen oder so. Ja? Forget it, die Zeiten sind vorüber. Ne? Das ist halt nun mal leider so. Was heißt leider? Ich finde es super, aber
für die Menschen, die halt noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung oder die eben noch super stark den Fokus nur im Außen haben, also in allem, was geht, für die ist das jetzt halt echt dramatisch, ne? Und es kann halt auch echt sein, dass du hier, dich hier verletzt oder nicht verstanden fühlst oder denkst, was soll ich denn noch machen? Vielleicht solltest du halt einfach mal schauen, was denn dein Herz möchte und nicht nur, was dein Verstand oder deine Bedürfnisse nach Sicherheit hier wollen, ja, sondern es geht doch auch um Liebe, ja, und nicht nur um materielle Güter. Okay, wie auch immer es bei dir ist, lieber Wassermann, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und gerne gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Ich fand, es war eine super Legung und teil auch gerne dieses Video. Schau dir auch, wie gesagt, unbedingt den Mond, Venus und Aszendent hier auf meinem Channel an und eventuell auch die Stierlegung wegen dieser Karte. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Namaste.